Shell betreibt hier im Rheinland die größte Raffinerie Deutschlands. Für mich persönlich ist das natürlich sehr schön, weil es eine sehr hohe Flexibilität und sehr viele Einsatzmöglichkeiten hier am Standort mit sich bringt. Unser Shell Technology Center in Hamburg ist ein wichtiger Standort für Shell, für die Forschung und Entwicklung. Und man sieht, dass in den letzten Jahren auch viel investiert wurde und wir ein wachsender Standort sind, was sehr erfreulich ist. Das heißt, wir haben ausgezeichnet ausgestattete Labore, in denen wir auch unsere Forschung und Entwicklung wirklich gut vorantreiben können. Eine meiner großen Aufgaben sehe ich darin, dass wir den Kundenfokus besonders in den Mittelpunkt stellen und eben auch neue Produkte gemeinsam mit Kunden entwickeln. Und in dem Zusammenhang fordere ich auch meine Teams immer wieder, dass wir da sehr genau hinhören, was der Markt will oder was die Kunden wollen, damit wir dann auch die richtigen Lösungen haben. Die Technologieführerschaft zeigt sich eben bei uns auch stark daran, dass wir ein gesuchter Gesprächspartner der Automobilhersteller sind. Das heißt, bei Fragen zu Kraftstoffen und Schmierstoffen werden wir eben oft als Berater auch angefragt. Wir haben bei Shell ein sehr gutes Karriereentwicklungstool, das nennt sich Arbeitsplatzrotation. Und das bedeutet, dass jeder Mitarbeiter in ganz regelmäßigen Abständen gemeinsam mit seinem Vorgesetzten nach neuen Aufgaben und Herausforderungen sucht und diese dann auch wahrnehmen kann. Und in der Zusammenarbeit ist da eine enorme Offenheit und vor allem eine Kultur des Anpackens da. Ja? Wir machen das jetzt zusammen. Und das finde ich ausgesprochen spannend. Ich habe zuvor schon woanders gearbeitet und bin gerne zu Shell gewechselt. Ich kann den Schritt jedem empfehlen. Shell bietet eine sehr offene Kultur, eine sehr tolerante Kultur und bietet sehr viel für die persönliche Weiterentwicklung. Shell ist ein führendes Technologieunternehmen im Bereich der Energieversorgung. Mir macht es Spaß, darüber nachzudenken, wie wir auch in 20, 30 Jahren noch effizient und nachhaltig Energie bereitstellen können für Mobilität. Und das in einem tollen Team zu machen, finde ich sehr motivierend.